Der Legende nach nahm die Geschichte Jorviks ihren Anfang, als ein Stern vom Himmel fiel. Der Stern nahm die Gestalt eines Mädchens auf einem Pferd an und sein Licht brachte das Leben auf die Insel. Die Geschichte dieses Mädchens inspirierte die Heldinnen, die Jorvik vor allem beschützten, dass ihm schaden könnte. Ganz egal, ob diese Bedrohung von dieser Welt ausging oder von einer anderen. Doch das größte Geschenk, das Jorvik machte, war eine ganz besondere Bindung zwischen Pferd und Reiter. Durch diese Verbindung ist alles möglich. Die Bewohner Jorviks schätzen und pflegen ihre starke Bindung zu ihren Pferden. Heute ist Jorvik auf der ganzen Welt berühmt als ein Paradies für alle, die das Reiten lieben. Legenden gehören der Vergangenheit an, die heutigen Heldinnen finden sich in den Reithallen und auf den Trails. Die Geschichte auf Jorvik hat soeben begonnen. Du bist auf dem Weg zum Moorlandstall, wo du dich um dein eigenes Pferd kümmern wirst. Ein wahr gewordener Traum. Ich kann nicht lesen heute, Leute, was ist los? Vielleicht baust du dir hier ein neues Leben mit guten Freundinnen auf und wirst eine berühmte Reiterin. Aber tief in dir ist dieses Gefühl, das du nicht ignorieren kannst. Es ist, als würde die Insel deinen Namen flüstern. Könnte etwas Wahres dran sein an diesen alten Legenden von Heldinnen auf den Rücken ihrer Pferde? Wenn du und dein Pferd eine Einheit bildet, gibt es keine Grenzen für das, was ihr auf Jorvik gemeinsam erreichen könnt. Wie wirst du deine Zeit hier gestalten? Und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Wie ihr sehen könnt, habe ich einen neuen Kanal gestartet. Einen neuen Account gestartet. Ich bin auch echt lost manchmal. Und ihr könnt auch direkt schon meinen Namen sehen. Ich heiße Aurora Winternight. Und dieser Name hat auch für mich eine sehr besondere Bedeutung. Oder beziehungsweise, wenn man es so ins Deutsche übersetzt, Aurora sind die Polarlichter in Norwegen, Schweden, Finnland und wo man sie sonst noch überall sehen kann eben. Und Winternight ist halt eben die Winternacht, also die Polarlicht in den Winternächten. Dieser Name ist sehr, sehr besonders für mich, weil es mich schon seit Jahren nach Schweden zieht und Norwegen oder generell Skandinavien. Wer weiß, vielleicht kann ich eines Tages auswandern. Mein Traum wäre es aktuell, nach Norwegen auszuwandern, in der Nähe von Tromsø. Aber ja, mal schauen, ob das irgendwann Realität wird. Anyways, ist eine richtig random Info jetzt gewesen. Warum habe ich einen neuen Account erstellt? Weil Star Stable unter anderem eben die Preise erhöht hat und ich mir so dachte, ich habe jetzt nicht immer Lust, wenn ich ein neues Pferd kaufen will, jedes Mal in Starcoins zu investieren. Also dachte ich mir, ich erstelle einfach einen zweiten Account. Man bekommt ja jede Woche 100 Starcoins und es ist halt eben so, dass ich mir so dachte, so ja, dann habe ich einfach zwei Accounts, auf denen ich mir Pferde holen kann. Und bekommen sozusagen jede Woche 200 Starcoins statt 100, wisst ihr, ich meine. Natürlich auf zwei Accounts, aber ja. Maybe you get the point, what I want to say. Auf jeden Fall, ja, genau. Außerdem wollte ich nämlich die Hauptstory let's playen. Also, ich werde hier auf diesem Account nur zusammen mit euch leveln. Also, die normalen Level-Sachen halt eben. Also, was man halt am Anfang so macht. Und werde versuchen, nicht irgendwie so privat zu spielen. Bin nämlich auf meinem Account die Hauptquest und auch die ganzen Nebenquests auch alle ziemlich durchgerusht. Ich habe nämlich gar keine Ahnung, um was es bei Star Stable eigentlich so richtig geht. I'm super sorry, aber ja, wie gesagt, mich hat die Geschichte, als ich 2017 angefangen habe, Star Stable zu spielen, eben nicht interessiert. Mich hat nur dieses MMO-Open-World-Thema halt extrem gecatcht mit dem Pferden und so. Und dann bin ich halt ziemlich durch die Story durchgerusht und habe jetzt, letztes Jahr, als ich den YouTube-Kanal gestartet habe, angefangen weiterzuspielen. Da war ich Level 17 oder sowas, keine Ahnung. Müsst ihr mal gucken, wo ich in den ersten Videos, was für ein Level ich da hatte. Aber ja, ich habe auf einmal gemerkt, so ich fange irgendwo mitten in der Story an und habe eigentlich gar keine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht. Weil ich hatte halt eben lange Spielpause dazwischen, also 2018, 19, 20, 21 habe ich eigentlich nicht so richtig gespielt, wobei 21 habe ich dann wieder angefangen. Ich dachte mir halt so, ich erstelle jetzt einfach aus diesen zwei Gründen einen Account, einfach
dass ich 200 Starcoins in der Woche bekomme und dass ich eben die Hauptstory zusammen mit euch durchspielen kann. Es wird wahrscheinlich lange dauern, weil ich werde nur spielen hier auf diesem Account, wenn ich wirklich Lust dazu habe und es eben Let's Playen, wenn ich Lust dazu habe und vor allem, wenn ich Zeit dazu habe. Mal sehen, wie das sein wird. Aber ja, genug gelabert. Ich würde sagen, wir starten mit der ersten Folge. Mich würde es halt echt mega freuen, wenn ihr trotzdem dabei sein werdet bei den Let's Plays. Ich werde natürlich neben den Let's Plays auch immer ein bisschen was einfach so quatschen, privat erzählen. Ich habe mich dazu entschieden, auch diese Let's Plays nicht wirklich zu schneiden oder nicht groß zu schneiden, weil ich glaube, mir ist es sonst zu aufwendig einfach, neben den ganzen anderen Videos. Die Let's Plays sollen ein bisschen entspannter werden. Also vielleicht Let's Play ich auch manchmal im Stream, das weiß ich noch nicht. Falls ich im Livestream auf Twitch Let's Playen sollte, auf diesem Kanal, werde ich es trotzdem hinterher noch auf YouTube hochladen, einfach der Vollständigkeit halber. Ich habe auch schon einen Plan, was wir so machen werden. Es gibt nämlich so ein paar Quests, die mir schwer gefallen sind, jetzt bei Level 19, 20 rum. Es waren irgendwie so, keine Ahnung, so Rätselquests und irgendwelche Sachen, wie ich was freischalten kann und so. Die waren teilweise schon ziemlich, ziemlich alt, diese Quests. Und aus diesem Grund werde ich die in so extra Videos machen, dass, falls jemand auf YouTube danach sucht, weil ich habe halt eben auf YouTube danach gesucht und ich habe einfach keine aktuellen Let's Plays oder Quests oder irgendwie so Auflösungen zu diesen Quests gefunden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ich rede nämlich schon viel zu lange rum und deswegen starten wir jetzt einfach mal bei Justin Moreland. Okay, ich glaube, ich kann noch nicht laufen, kann das sein? Ah doch, ich kann schon rein, okay. Willkommen im Moreland-Stall. Ich bin Justin, ich führe diesen Stall zusammen mit meinem Vater. Ich kümmere mich um die Pferde und sorge dafür, dass jedes Pferd seinen passenden Reiter bekommt. Bist du bereit, dein Pferd kennenzulernen? Ja, klar. Mein Pferd heißt Shadow. Und da habe ich so gedacht, so zu Winternacht oder Winternächten passt gut der Name Shadow, Schatten. Ich wollte jetzt nicht Wolf nehmen, also ich hätte es auch vielleicht Wolf oder sowas nehmen können, irgend so ein Tier, was in Skandinavien lebt, oder Fuchs, irgendwie so ein Polarfuchs oder sowas. Aber leider gab es keinen Namen, der mir so zu einem Pferd gefallen hat, wisst ihr, wie ich meine? Man ist ja auch begrenzt an der Auswahl vom Fell und Mähne und so Zeug und deswegen dachte ich, Shadow passt eben zu diesem Pferd am besten. Ich habe mich eben für dieses Dunkle mit den weißen Fesseln entschieden. Zaumzeug und Sattel habe ich schon angelegt. Du brauchst also nur noch aufzusteigen. Ich wette, du und Shadow seid in 0, Lichts beste Freunde. Also lernen wir mal unseren kleinen Shadow kennen. Unseren kleinen Schatten. Ich hätte ihn auch Nachtschatten nennen können, so Night Shadow oder sowas. Also hätte auch zu meinem Namen gepasst, fällt mir gerade auf. Aber ich wollte unbedingt einen einsilbigen Namen, weil auf meinem anderen Account mein Startpferd einen zweisilbigen Namen hat. Random Information. Es scheint Shadow zu gefallen, dich als Reiterin zu haben. Fühlst du dich wohl? Ich finde, ihr beide seid ein tolles Team. Ein Pferd zu besitzen ist nicht das gleiche wie ein Fahrrad oder ein Auto zu haben. Es ist vielmehr eine Beziehung. Je mehr Zeit du mit Pferden verbringst, desto mehr wird dir klar, wie viel ihr einander zu geben habt. Wir hier im Moreland-Stall erwarten, dass sich unsere Gäste um ihre Pferde kümmern. Also werde ich dir die Grundlagen der Pferdepflege erklären. Okay, das können wir jetzt kurz überspringen. Ich denke, das ist jetzt nichts, was ihr nicht alleine schaffen würdet, wenn ihr... Huch, ich habe den Global Shop entdeckt. Ups, ich wollte da gar nicht drauf drücken, sondern auf meine Tasche. Ich denke, ich überspringe jetzt ganz kurz die Pferdepflege, weil... Ja, so. Und dann reden wir nochmal weiter mit Justin. Gut gemacht, Aurora. Jetzt fühlt sich dein Pferd besser und ist zufriedener. Wenn du es jeden Tag tust, wird dein Pferd bald so zufrieden sein, dass es schneller läuft. Aber wenn du dich nicht um Shadow kümmerst, wird es traurig und läuft langsam. Aber so eine verantwortungsvolle Reiterin wie du würde das sicherlich niemals zulassen. Besonders nicht hier bei uns. Hier in den Moreland-Stellen brauchen wir immer Hilfe bei der Pferdepflege. Und jetzt weiß ich ja auch, dass ich dir vertrauen kann. Sieh dir die Anschlagtafel am Stall dort an. Dort siehst du, ob es irgendwelche Aufgaben im Stall zu erledigen gibt.
Wir aktualisieren sie jeden Tag, also schau auch jeden Tag drauf. Und oh, noch etwas. Wenn im Eimer kein Wasser mehr ist, kannst du ihn im Brunnen, vor dem Stall oder im Trog deines eigenen Stalles füllen. Mehr Heu kannst du in unseren Läden kaufen. Du und Shadow scheint euch ja schon super zu verstehen. Ich wette, ihr beide würdet in kürzester Zeit über die Reitwege Morlands sausen. Ich müsste dafür sorgen, dass noch mehr unserer Pferde ihren Traumreiter finden. Aber unser Stallmädchen Maya Du kann dir wegen deiner Reitstunde weiterhelfen. Du findest sie vor dem Tor bei den Ställen. Ich mach sie dir auf. Danke, wir sind endlich nicht mehr eingesperrt. Und somit entdecken wir Morland. Es ist so krass. Es fühlt sich so neu an, alles so wieder alles auf Anfang. Ich habe gerade gemerkt, dass es ja tagsüber ist. Ich könnte mal für euer Spielerlebnis hier auf Tag stellen. Ich spiele ja immer nachts, weil ich tagsüber keine Zeit habe. Und ja, wie findet ihr eigentlich mein Outfit? Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich liebe ja Senfgelb. Ich finde das so eine tolle Farbe. So, dann reden wir mal mit Maya. Hallo, ich bin Maya. Ich freue mich, dich kennenzulernen, Aurora. Schön, dass du nach Morland gekommen bist und herzlich willkommen. Dies ist der beste Ort, um seinen Sommerurlaub zu verbringen. Ich arbeite ein bisschen in den Ställen hier, um ein paar Jorvik-Schillinge extra zu verdienen. Es ist immer gut, etwas mehr Taschengeld zu haben. Komm später zu den Ställen zurück. Wir finden sicher einen Job für dich. Ich habe dir so viel zu zeigen und zu erzählen, aber zuerst solltest du mit Jenna reden. Sie kann dir etwas besser erklären, wie die Dinge hier in Moorland ablaufen. Und ich glaube, jetzt lernen wir direkt, wie wir reiten müssen, also galoppieren und so Zeug. Und dann können wir uns hoffentlich bald frei bewegen. Denn wie ihr sehen könnt an der Verzierung ist aktuell das Geburtstags-Event da und da will ich mir noch kurz diese gratis ja, Ausrüstungsgegenstände und sowas abstauben, aber das mache ich dann off-cam, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant für das Let's Play. Genau, ich bin Jenna. Du musst eine der neuen Ankömmlinge sein. Was kann ich für dich tun? Bring mir bitte doch bei, wie ich reiten soll. Schön, dich kennenzulernen, Aurora. Du hast dir wirklich eine spannende Zeit ausgesucht, um nach Jorvik zu kommen. Normalerweise begrüßt Thomas Morland alle neuen Gäste persönlich, aber im Moment hat er alle Hände voll damit zu tun, uns aus einer Notlage zu bringen. Diese schreckliche Gesellschaft, die GED, will die Stelle dicht machen. Thomas schafft es bestimmt, das Reitlager zu retten, sonst wäre dein Aufenthalt hier wohl von sehr kurzer Dauer. Aber ich sollte dich nicht mit all dem belasten. Du bist hier, um mit Shadow Jorvik zu erkunden. Bevor ich dir erlauben kann, außerhalb des Steigeländes zu reiten, muss ich sicherstellen, dass du die Grundlagen des Reitens beherrschst. Reite die rechteckige Strecke einmal ab und komm dann zurück zu mir. Okay, und jetzt lernen wir also sozusagen das Reiten. Ups, ich laufe erstmal direkt rückwärts. Super Fail und süß, wie Jenna da am Rand steht und uns ja, anfeuert. Das allererste Rennen ist beendet. Fantastisch. Gut gemacht. Du und Shadow, ihr wart wirklich ein super Team. Weiter so. Ich denke, du bist bereit für ein paar größere Herausforderungen. Wie versprochen, darfst du jetzt frei außerhalb der Stallmauer galoppieren. Bevor du aufbrichst, um den Rest von Moorland zu erkunden, möchte ich, dass du mir zeigst, dass du mit Shadow auch springen kannst. Beim Springen mit deinem Pferd kommt es vor allem auf das richtige Timing an. Zuerst musst du dafür sorgen, dass dein Pferd schnell genug ist. Du solltest mindestens die Gangartkante reiten. Dann gibst du deinem Pferd den Sprungbefehl und wenn dein Timing gut genug ist, solltest du über jedes Hindernis hinwegfliegen, das dir im Weg steht. Ich habe ein Sprunghindernis in der Mitte der Strecke aufgestellt. Versuche, es zu überspringen. Dann machen wir das doch mal. Thank you.
So, wo müssen wir jetzt hin? Muss ich da nochmal drüber? Ach so, nee. Ist schon erledigt. Es gab gerade irgendwie keine so eine Erledigt-Benachrichtigung hier. Diese Nachricht brauche ich nicht. Weg. Weg mit dir. Fantastisch. Sie schaut mich nicht mal an. Sie steht einfach so mit dem Rücken zu mir. Du und Shadow, ihr habt das toll gemacht. Zeit, sich größeren Herausforderungen zuzuwenden. Du brauchst eine größere Herausforderung als diese Strecke. Die Stalltore sind jetzt offen und draußen hinter den Geschäften befindet sich eine Koppel. Reite dort hinüber und sprich mit Loretta. Sie ist Mitglied des Bobcats Reitclubs und eine tolle Reiterin. Sie kann bei Anfängern etwas mürrisch sein, aber macht dir nichts draus. Frag sie, ob sie dir zeigen kann, wie die Wettkämpfe hier in Moorland ablaufen. Dann machen wir das doch mal. Sprechen wir mit Loretta. Oh Leute, ich habe so Hunger. Wir haben gerade 2 Uhr nachts. Ich habe so Hunger, aber ich habe auch irgendwie keine Lust jetzt mehr was zu kochen. Neue Fähigkeit, jetzt kannst du galoppieren. Okay. Ach so, es gibt ja noch den Lifetime Shop. Ui, aber ich kann einfach nichts davon kaufen, weil ich einfach viel zu schlechtes Spielerlevel bin. Ich wusste gar nicht, dass es hier so viele coole Sachen gibt. Crazy. Ah, das hier kann ich kaufen. So ein paar Sachen kann ich schon kaufen, ohne jegliches Spielerlevel. Mache ich das mal ganz kurz. Das ist echt richtig crazy. Inzwischen sind so viele Sachen im Lifetime Shop, dass man einfach über eine Tasche gefüllt bekommt. Also über eine Inventartasche, keine Ahnung, gefüllt bekommt. Okay. Ich verräume die Sachen mal ganz fix in meinen Schrank. Ich glaube, ich statte jetzt meinem Pferd noch nicht aus. Ich will noch dieses Anfängergefühl lassen. Es ist einfach so toll, wenn man wieder von Anfang an spielt. Es ist so einfach so entspannt. Und irgendwie will ich mir dieses Gefühl jetzt am Anfang noch nicht so gleich so wegnehmen, indem ich schon mein Anfänger-Outfit irgendwie ablege oder so. Obwohl ich ja schon sagen muss, also manche Klamotten sind ja echt cool. Und diese, zum Beispiel diese zeitlose Reitjacke, die würde auch echt gut zu dem Outfit passen. Aber ich will noch mein Anfänger-Feeling behalten. So, und Runde 2 shoppen. Man muss ja alles mitnehmen, was geht, bevor irgendwas aus dem Spiel noch am Ende entfernt wird. Wow, mein Rucksack ist schon wieder voll und ich habe noch nicht mal alles gekauft. Aber bald habe ich alles. Also für den Rest muss ich halt eben noch spielen. Und dann habe ich noch 3 Sachen hier. So, jetzt habe ich den ganzen Stuff aus dem Bonus-Shop erstmal gekauft und in meinen Stall gebracht. Das hat irgendwie voll lange gedauert. Und es ist schon wieder zurückgesprungen. Wisst ihr, was mich ein bisschen nervt an diesem Tageszeit-Ding? Dass es immer wieder zurückspringt auf die echte Tageszeit, dann muss man es immer wieder auf Tag stellen und ja, vielleicht könnte er SSO das mal ändern. Ja, ich bin Loretta. Lass mich raten, Jenna hat dich hergeschickt, damit du die Grundlagen des Turnierreitens lernst. Natürlich hat sie das. Alle Mädchen vom Morlandstall wollen in meinen Reitclub zu den Bobcats. Lektion Nummer 1. Die Bobcats nehmen nur die Besten auf. Wenn du mit uns reiten möchtest, musst du dir deinen Platz verdienen. Lektion Nummer 2. Es wird immer trainiert. Wettbewerbe sind eine tolle Gelegenheit, deine Reitkünste voranzutreiben und deinem Pferd zu helfen, sein volles Potenzial zu zeigen. Eine Bindung wie die zwischen meinem Pferd Batroc und mir entsteht nicht über Nacht. Bevor wir zu Lektion Nummer 3 gehen, muss ich wissen, welches Level du und wie heißt dein Pferd? Sag jetzt bitte nicht Kuschelherz oder sowas Kitschiges, ja? Shadow? Okay, ich schätze, damit kann ich leben. Mein Club hat einen Übungsparcours auf der Koppel aufgebaut. Mach dir keine Sorgen, es ist nicht so schwer. Du musst einfach nur die Flaggen in der richtigen Reihenfolge passieren, bevor die Zeit abläuft. Dann zeig mal, was du und Shadow drauf habt. Und wir bekommen schon die ersten 100 Erfahrungspunkte. Also für uns selber. Und irgendwie sieht mein T-Shirt voll verbuggt aus. Seht ihr das auch? Wow, das ist richtig am Bangen, das T-Shirt. Ja, gut. Egal. Und mein Pferd ist super langsam. Mein Pferd sieht auch irgendwie voll dunkel aus. Sieht gerade von hinten, sieht es voll schwarz aus. Fällt mir gerade auf. Das habe ich irgendwie davor nicht gesehen.
bisschen müde. Also von hinten sieht es echt dunkel aus. Aber ich finde, es passt dann, der Name passt dann besser dazu, ne? Ne? Ich sag normalerweise nie, ne? Das war gar nicht mal so schlecht für einen Anfänger. Du und Shadow seid ein gutes Team. Also, du könntest auf der Koppel bleiben, kein Risiko eingehen und im Kreis reiten. Aber wenn du dir einen Namen in Jorviks Reitwelt machen möchtest, musst du dir schon höhere Ziele setzen. Lektion Nummer 3. Gib dich mich mit nichts weniger als Perfektion zufrieden. Wo wir gerade von Perfektion sprechen. Bartok. Ich habe Bartok gesagt vor Horde. Bartok und ich müssen uns auf einen wichtigen Wettbewerb vorbereiten. Unsere andere Clubanführerin Tan kann dir aber weiterhelfen. Okay, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit der allerersten Folge. In der nächsten Folge machen wir mit Tan weiter. Ja, es ist jetzt ein bisschen lang gewesen, aber kleine Info dazu. Ich würde es halt eben so machen, dass ich jetzt die ersten 5 Level, also den Anfang, sage ich jetzt mal so, Leute, ich bin so müde, erstmal so ein bisschen schneller spiele, also längere Videos mache, weniger, dafür längere Videos mache und erst später, wenn es dann wirklich so längere Quests werden und interessantere Quests werden, werde ich die Videos vielleicht so auf eine Quest bezogen aufteilen. Mal schauen, wie ich das mache oder so. Aber dass die Let's Plays auch so ein bisschen so einen roten Faden für euch haben. Also, dass ich jetzt nicht 5 Stories also in einer Folge spiele, sondern dass wir immer so eine Geschichte zusammen spielen, erfahren und abschließen, wisst ihr, ich meine? So würde ich das jetzt, denke ich mal, machen. Aber jetzt am Anfang machen wir erstmal längere Folgen. Ihr könnt euch auch immer auf Quatschen freuen. Also, falls ihr irgendwas anschauen wollt zum Einschlafen. Ich schaue mir zum Beispiel privat immer gerne, super gerne Gronkh Let's Plays an. Ich finde, er hat so eine beruhigende Stimme und schlafe ich immer dabei ein. Und wenn es so lange Let's Plays sind, dann sind sie auch lang genug, dass ich auch wirklich einschlafen kann. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich meine. Wie gesagt, ich will das nicht zu krass schneiden. Einfach so auf entspannt, bisschen Let's Playen, ganz oldschool. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und sonst habt ihr auch noch die anderen Videos, die sonst so auf meinem Kanal kommen, die etwas kürzer sind. Und ich würde sagen, ich danke euch erstmal jetzt fürs Zuschauen und danke euch dafür, dass ihr bis hierher geschaut habt, mein ganzes Gelaber zugehört habt. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.